Grüß Gott zusammen. Der Wahrheitssturm nimmt an Fahrt auf. Es kommen immer mehr Lügen ans Tageslicht. Aber für diejenigen, die auf dem Weg der Wahrheit sind, kommen auch sehr viele Impulse. Es ist wichtig, jetzt freiwillig in einen Veränderungsprozess einzutreten, aus eigener Entscheidung, aus freiestem Willen heraus, Dinge anzugehen, die bei mehr oder weniger jedem Menschen anstehen. Entweder wir werden verändert von außen, da brauchen wir nichts tun. Die Konsequenz ist aber, dass wir annehmen, was uns andere übrig lassen, beziehungsweise was uns andere vorsetzen. Was heute global uns vorgesetzt wird und wurde, ist seit Jahrhunderten vorbereitet und endet in einem freien Sklaventum, in einem Maschinenwesentum, das mit Menschsein nichts zu tun hat. Und auch Klimaschutz, Umweltschutz, wie es uns verkauft wird, dient auch der Erde nicht, auch der Natur nicht, niemand, außer dass es uns alle nur runterzieht zu einem Dasein, das nichts mit dem zu tun hat, was uns als Menschen ausmacht. Deshalb, ich möchte noch mal zwei Dinge gegenüberstellen. Viele Menschen sind in einer Situation, die ihnen nicht passen, aber ihnen fehlt der Mut, ihr Leben in die Hand zu nehmen und eben freiwillig in diesen Veränderungsprozess einzutreten. Lieber bleibt man im Alten, auch wenn es weh tut, aber das kennt man. Und es bietet eine gewisse Sicherheit. Es hat ja bisher funktioniert, das Geld stimmt, ja, wenn es in der Seele knackt, aber trotzdem. Ja, dann wird man nur ein bisschen krank und ein bisschen noch mehr krank und noch mehr, aber irgendwo gibt es Sicherheit. Ja. Bei mir ist dieses Sicherheitsgefüge schon sehr lange zusammengebrochen durch das Hinterfragen nach dem Warum. Bin schon recht früh in diesen Veränderungsprozess eingetreten, mitunter sehr zum Gelächter meiner Mitmenschen. Und es wurde für mich selber aber teilweise zur Höllenfahrt. Und davon habe ich schon einige hinter mir. Durch die ganze Corona-Geschichte ist jetzt ein ganz großer Teil der Menschheit auf einen Schlag reingeworfen worden in eine Veränderung, in eine nicht absehbare Veränderung. Ob das mit dem Virus jetzt stimmt oder nicht, das spielt jetzt keine Rolle. Aber wenn so ein kleiner Futzelvirus die ganze Welt in Atem halten kann, ist schon toll, oder? Und spätestens jetzt müsste jedem klar sein. Und auch selbst wenn es wieder Lockerungen kommt mit der Maske und dies und jenes, täuscht euch nicht. Der nächste Tsunami kommt und auch in der Witterung zeigt sich's ganz deutlich. Jeder geistige Zerfall führt zu Naturkatastrophen. Dieser Ausspruch von Rudolf Steiner begegnete mir bereits 1989, vor 32 Jahren. Und damals war ich noch richtig ein kindlicher Kerl, ich bin auch heute noch begeisterungsfähig. Und dann entwickelte ich eine Hypothese und die erzählte ich einem Berufskollegen aus der Bioszene und gleichzeitig Anthroposoph. Ich sagte zu ihm, also wenn jeder geistige Zerfall zu Naturkatastrophen führt, dann müsste es doch so sein, wenn man sich geistig entsprechend entwickelt, dass auch das Wetter sich verbessern müsste, also harmonisieren müsste. Und dann kam nur die lapidare Bemerkung, ja, in jedem Dorf wohnt ein Herrgöttli.
Ich habe mich davon nicht beirren lassen, habe weitergemacht und habe hier auch, bin in die Veränderungsprozesse eingetreten. Auch wenn das andere belächelt haben. Es hat weh getan. Das eine, sich nicht zu verändern, tut weh. Das sich verändern, freiwillig, tut auch weh. Aber es führt garantiert zur eigenen inneren und äußeren Freiheit. Der eigene wahre Reichtum aus dem Innen kann sich darstellen. Und darum gehört dazu, dass wir beginnen, Ziele zu formulieren, dass wir nicht Zielerfüller sind von destruktiven Kräften und auch bleiben. Und es ist natürlich so, wenn jemand ein Ziel beschreibt, dann kommen immer auch andere Menschen dazu, die helfen, dieses Ziel zu erreichen. Und gleichzeitig, im Idealfall ist es so, dass auch deren eigene Ziele dann mit erfüllt werden. Weil in dieser Gruppe von Menschen gibt es sogenannte Alpha-Tiere. Eine Gruppe kann nicht aus lauter Alpha-Tieren bestehen, das ist eine Katastrophe. Und es gibt auch die Menschen, die dann einfach ihre Arbeit machen in diesem Zusammenhang, die einfach nicht die Fähigkeit haben, Alpha-Tiere zu sein, aber das muss ja nicht sein. Die sind trotzdem wichtig, alle sind wichtig, alle Teilnehmer und jeder an seinem Platz. Und das sind die neuen Gemeinschaften. Und deshalb lade ich euch nochmal recht herzlich ein, wenn ihr richtig gute Erlebnisse haben wollt bei der Transformationsarbeit, eventuell ihr schon Jahre, Jahrzehnte unterwegs seid, viele Seminare besucht habt und trotzdem nicht an den Kern kommt, kommt hier auf den Mörlihof, kommt zu Humisaal, kommt zu mir, ich lade euch ein. Wir haben die letzten Tage wieder total klasse Erlebnisse gehabt, also wirklich auch umwerfend für mich und gleichzeitig komme ich auch an meine Grenze immer wieder mal, aber wir schaffen es und es kommen interessanterweise übergebietliche Themen, so wie vor einigen Tagen in München oder dann, als wir hier am 21. Juni wieder uns zusammengefunden haben, auch wieder enorm viel Wasser und Wasser ist ja Transformationselement genauso wie Feuer. Und jetzt in diesen Tagen erleben wir es besonders. Also, ich lade euch recht herzlich ein und vor allen Dingen, was ich auch noch betonen möchte, es haben manche Menschen Angst vor dieser Biografie oder Transformationsarbeit, weil das könnte ja ziemlich heftig werden. Ich garantiere jedem, hier wird es nicht heftig, es ist zwar intensiv, aber Leid wird sehr schnell in Freude verwandelt, dass man das auch tatsächlich erlebt. Und wenn man seine eigenen Verhältnisse dann Stück für Stück in Ordnung bringt, dann kann man auch in der großen Welt was bewegen. Ja, und jetzt ist gerade der Himmelpapa wieder unterwegs. Ihr seht es. Und ich freue mich auf jeden, der hier am Mörlihof auftaucht, dem ich dienen kann. Und zwar wirkungsvoll, lösungsorientiert, ergebnisorientiert. Und ich garantiere jedem Menschen bei einem Erstgespräch, das ich durchführe, als Einstieg, ob überhaupt die Chemie stimmt, dass jeder von hier etwas nach Hause nimmt, was ihm gut tut. Und es erleichtert dann, in den Prozess einzutreten. Und wenn etwa jemand von ganz weit her kommt und nicht so richtig weiß, ob er hierher kommen soll, der geht dann in die Vorleistung. Da machen wir nämlich, da statuieren wir ein Exempel schon bereits zu Hause, dass wir dort mit den entsprechenden Kräften sprechen und sagen, so, jetzt parke dir mal, ihr, die hier immer den Mensch tangiert, dann langsam, jetzt parkt er mal, wir gehen dran. Jetzt geht es darum, erst, dass dieser Mensch mal in ein Erlebnis reinkommt. Ja, und das passiert dann tatsächlich auch. Und dann rentiert sich's garantiert, zum hier 500, 600, 800 Kilometer
hierher zu fahren, diesen weiten Weg auf sich zu nehmen. Also, ich lade euch nun mal recht herzlich ein, macht euch auf den Weg, freiwillig hier in diese Prozesse einzutreten. Und ich garantiere euch, wir können dann auch ganz große Themen erledigen, beziehungsweise die erledigen sich dann von ganz alleine. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bis demnächst.